Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr diese dekorative Blumenampel häkeln könnt. Und die ist voll süß, weil das ist so, passt so ein kleines Blumentöpfchen rein. Also ich stelle zum Beispiel hier so diese kleine Sukkulente rein. Und das ist einfach, ja, mega süß. Und die Blumenampel bringt auf jeden Fall dann so ein bisschen Ibiza und Boho-Flair in euer Zuhause. Genau, was brauchen wir alles dafür? Für diese Blumenampel ein bisschen Garn. So, ja, das kommt jetzt auf eure Stärke drauf an. Ich arbeite hier mit einer 3 mm dicken Baumwollkordel und da habe ich jetzt so ungefähr 60 Gramm gebraucht. Und das häkle ich jetzt mit einer Häkelnadel Nummer 7. Und je nachdem, wenn ihr lockerer häkelt, dann nehmt ihr vielleicht eine Nadelstärke kleiner oder wenn ihr fester häkelt, nehmt ihr einfach eine Nadelstärke größer. Und natürlich, wenn ihr ein anderes Garn nehmt, dann passt ihr natürlich die Häkelnadel an euer Garn an. Und wenn das jetzt dünner sein sollte, das Garn, was ihr verwendet, dann braucht ihr wahrscheinlich dann mehr Reihen, weil dann einfach das Häkelstück ein bisschen, schmaler oder beziehungsweise eben kleiner wird. Das müsst ihr dann anpassen. Okay, also 3 mm Baumwollkordel und dann auf jeden Fall braucht ihr so einen Metallring, der ist jetzt 10 cm im Durchmesser und die Anleitung ist genau darauf abgestimmt, also auf die 10 cm jetzt. Optional könnt ihr noch schauen, vielleicht habt ihr ja noch was zu Hause vom letzten Makramee-Projekt oder so. So Makramee-Kugeln, Holzkugeln, die haben jetzt eine unterschiedliche Größe, einmal 2 cm und 1,5, aber das ist jetzt von der Größe her, könnt ihr da auch was anderes nehmen. Und die kleineren habe ich jetzt hier oben eingearbeitet in die Aufhängung und die größere kommt hier unten an die Unterseite, an die Quaste. Und ja, wie gesagt, das ist optional, das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr jetzt nicht das noch zu Hause habt und nicht extra die Kugeln jetzt besorgen wollt. Genau, dann lasst uns ja gleich loslegen. So, dann legen wir los mit der Anleitung. Ihr fangt mit einem Fadenring an, also einmal das Garn über die linke Hand und dann hier überkreuzen. Hier über die Hand legen und praktisch hier drunter den Faden vorholen und dann zu einer Schlaufe legen, dann umgreifen und festhalten und dann gleich, das ist jetzt ein bisschen wackelig, gleich den Faden holen und hier durch die Schlaufe ziehen und dann habt ihr praktisch die Anfangsschlaufe und das ist dann euer Magic Ring, der sich jetzt hier, wenn es bei euch geklappt hat, könnt ihr den so in der Größe verstellen. Also am Fadenende ziehen, dann wird er kleiner. Oder hier wieder an der anderen Seite ziehen, dann könnt ihr den Fadenring wieder größer machen. Genau. Und dann haben wir hier unsere Anfangsschlaufe und dann macht ihr noch 2 Luftmaschen für das Anfangsstäbchen. Genau, die Blumenampel wird überwiegend in Stäbchen gehäkelt und die letzte Reihe häkeln wir dann mit festen Maschen. Ihr häkelt jetzt in den Fadenring 11 Stäbchen. Genau, Stäbchen fängt an mit einem Umschlag auf der Häkelnadel, dann einstechen in den Fadenring und wichtig ist hier, dass ihr beide Fäden umhäkelt. Also auch das Fadenende hier, den nehmt ihr immer mit, sonst könnt ihr den Fadenring am Ende nicht festziehen und das wollen wir ja aber. Genau. Ich ziehe den jetzt hier ein bisschen fest, weil sich das einfach besser halten lässt. Das müsst ihr probieren. Also das Stäbchen startet mit einem Umschlag, einstechen, Faden holen. Jetzt habt ihr 3 Schlaufen auf der Häkelnadel. Dann holt ihr erneut den Faden und zieht jetzt nur durch die ersten 2 Schlaufen, sodass ihr noch 2 Schlaufen auf der Häkelnadel habt. Und nochmal Faden holen und jetzt durch die letzten beiden Schlaufen auf der Häkelnadel ziehen. Und jetzt häkelt ihr also insgesamt 11 Stäbchen und mit den
ersten zwei bzw. drei Luftmaschen sind es dann 11 Stäbchen in dem Fadenring. Also die ersten zwei Luftmaschen, die zählen wir dann mit. Das zählt also als ein Stäbchen. So, ich habe jetzt 11 Stäbchen in den Fadenring gehäkelt und hier guckt das Fadenende guckt jetzt hier mit raus. So sollte das bei euch jetzt auch aussehen und dann könnt ihr nämlich hier diesen Ring zuziehen. Genau, also wenn er jetzt hier dran zieht, dann gehen die Maschen zusammen und der Kreis schließt sich. Und somit ist jetzt auch dieser Korbboden oder der Boden von der Blumenampel, dann gibt es einen schönen runden Kreis. Genau, also mit dem Anfangsstäbchen solltet ihr jetzt 12 Stäbchen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Und jetzt schließt ihr die Runde mit einer Kettmasche und stecht jetzt hier in dieses Anfangsstäbchen rein, in diese Luftmasche hier oben rein. Genau. Und schließt die Runde mit einer Kettmasche ab. Genau. Und jetzt in der zweiten Runde startet ihr zunächst wieder mit drei Luftmaschen für das erste Stäbchen und dann verdoppeln wir jetzt in der zweiten Runde jede Masche, so dass wir dann am Ende 24 Stäbchen haben. Und das erste Stäbchen häkelt ihr jetzt direkt hier in diesen Zwischenraum rein. Das ist nämlich euer erstes Stäbchenpaar. Genau, und jetzt ist das hier der zweite Zwischenraum. Genau, und hier verdoppelt ihr jetzt, also hier in diesem Zwischenraum, werden dann zwei Stäbchen gehäkelt. Also gleich nochmal hier in den gleichen Zwischenraum rein und noch ein Stäbchen. Und das wiederholt ihr jetzt bis zum runden Ende, dass ihr praktisch in jedem Zwischenraum immer zwei Stäbchen häkelt. Somit wird der Boden von der Blumenampel, von dem Hängekörbchen, dann größer. Genau, jetzt häkelt ihr einmal rum und am Ende solltet ihr 24 Stäbchen haben, inklusive dem Anfangsstäbchen, was aus drei Luftmaschen besteht. Hier seht ihr jetzt Runde 2, also die fertige Runde mit den 24 Stäbchen, also immer das Anfangsstäbchen hier mitzählen. Und jetzt beendet er hier wieder die Runde mit einer Kettmasche, indem er einfach in die dritte Luftmasche hier oben einsticht. Und dann ist die Runde fertig. Und jetzt in der Runde 3 startet ihr auch wieder mit drei Luftmaschen für das Anfangsstäbchen. Und jetzt nehmen wir keine Maschen mehr zu. Jetzt häkeln wir schon praktisch die Seitenwand von der Blumenampel, also von dem Hängekörbchen, und wir häkeln jetzt 24 Stäbchen. Das heißt also, in jeden Zwischenraum kommt ein Stäbchen rein, ohne weitere Zunahme. Genau, ich mache das kurz noch mit euch. Die ersten paar Stäbchen, also ganz normal hier in diesen Zwischenraum häkeln. Immer hier zwischenrein ein Stäbchen, so dass ihr am Ende dann 24 Stäbchen habt. Und dann geht jetzt, wölbt sich das schon langsam nach oben und die Form kommt jetzt von der Blumenampel, genau. Runde 3 beendet ihr auch wieder mit einer Kettmasche und beginnt die neue Runde mit drei Luftmaschen für das Anfangsstäbchen. Das heißt, wir sind jetzt in Runde 4 und in Runde 4 werden auch nochmal 24 Stäbchen gehäkelt, also ohne weitere Zunahme. Genau, und dann kommen wir schon an die Stelle, wo wir den Ring dann anhäkeln. Genau, also ihr dürft jetzt nochmal einmal rundherum 24 Stäbchen häkeln. So, ich bin jetzt fertig mit Runde 4. Und jetzt könnt ihr mal gucken, ob euer Blumentopf da schon reinpasst. Für meinen Blumentopf passt jetzt ganz genau, weil es kommt ja jetzt nochmal
eine Reihe feste Maschen dran, also da, wo wir den Ring dran häkeln. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es ein bisschen tiefer haben, weil ihr einen größeren Blumentopf habt oder vielleicht wollt ihr ja was anderes rein dekorieren, dann könnt ihr natürlich einfach jetzt noch weiter häkeln, wenn ihr das ein bisschen größer haben wollt, und häkelt einfach noch eine weitere Reihe dran, auch wieder dann mit 24 Stäbchen. Genau, aber ich mache jetzt den Ring dran, also der passt jetzt fast genau von der Größe her, aber das Maschenwerk, das passt sich jetzt auch an den Ring an. Genau, und den häkle ich jetzt mit festen Maschen an. Ich habe das jetzt noch so gemacht, dass ich das einmal umstülpe, aber das ist auch euch überlassen, weil mir, sage ich mal, das Muster jetzt von außen so besser gefällt. Aber das ist reine Geschmackssache. Genau. So, und jetzt nehmt ihr den Ring. Also ich habe hier die Runde beendet mit einer Kettmasche. Und jetzt häkeln wir den Ring dran mit festen Maschen. Dazu legt er den jetzt einmal drauf. Genau. Also der muss jetzt hier noch nicht richtig festsitzen. Und dann startet ihr mit einer Luftmasche. Und da seht ihr schon, dass der Ring hier umschlossen wird, also schon mit dem Faden umhäkelt wird. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Ihr häkelt feste Maschen, also ganz normal, hier in diesen Zwischenraum rein. Geht nach hinten, also der Ring liegt jetzt praktisch oben hier auf dieser Maschenkante auf. Geht nach hinten, holt den Faden, dann habt ihr zwei Schlaufen und holt erneut den Faden und zieht durch beide Schlaufen durch. Und dadurch, dass der Ring jetzt hier, den führt ihr einfach immer mit, hier oben auf dieser, auf den Maschen, halt auf der Kante, auf den Einstichstellen, da, wenn ihr den da immer mitführt, wird der automatisch umhäkelt. Also ganz normal einstechen, Schlaufe holen und nochmal Faden holen und durch beide Schlaufen durch. Und das macht ihr jetzt bis zum runden Ende, also quasi 24 feste Maschen jetzt um diesen Ring drumherum häkeln. So, ich bin jetzt hier fast fertig mit der Runde mit den festen Maschen und da, wo ich den Ring anhäkle. Und ihr seht, das passt eigentlich ganz gut. Ihr könnt hier auch ein bisschen ziehen, sodass sich die Maschen gleichmäßig am Ring verteilen, sodass es eben ja, schön gleichmäßig ist von den Maschen her und dass es nicht an einer Seite spannt oder an einer Seite Wellen schlägt. Und jetzt zeige ich euch noch den Abschluss, wie es jetzt weitergeht und natürlich auch die Aufhängung. So, genau. Jetzt mache ich hier noch eine rein. Bräuchte ich jetzt gar nicht, aber ich häkle jetzt hier noch eine feste Masche rein. Ich glaube, das sind jetzt 25. So, genau. Und jetzt geht es weiter mit der Aufhängung. Und jetzt beenden wir uns mal die Runde, auch wieder klassisch mit einer Kettmasche. Also hier in diesen Zwischenraum zwischen der ersten Luftmasche und der ersten festen Masche. Da geht ihr rein und holt den Faden und zieht den gleich durch. Die Schlaufe auf der Häkelnadel, jetzt sehe ich gerade, die war ein bisschen groß, also noch ein bisschen fester ziehen. Also hier zwischen der Luftmasche und der ersten festen Masche einstechen, Faden holen und gleich durch die Schlaufe auf der Häkelnadel ziehen. Und somit ist der Ring jetzt praktisch an dem Körbchen festgehäkelt. Machen nochmal Anprobe. Genau, also das passt jetzt wunderbar, also von der Höhe her. Genau, und das macht ihr jetzt mit eurem Blumentopf oder was auch immer ihr da rein dekorieren wollt. Macht da kurze Anprobe, ob es passt. So, jetzt häkeln wir weiter mit einer Luftmaschenkette. Und zwar zeige ich euch jetzt hier auch die Variante mit den Makramee-Holzkugeln, wie ihr die einarbeiten könnt. Genau. Also ich mache jetzt mal hier 10 Luftmaschen. Das könnt ihr natürlich variieren, je nachdem, wie lang ihr die Aufhängung haben wollt. Ich gehe jetzt einfach mal 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So, und jetzt kommt die Besonderheit. Jetzt müssen wir irgendwie die Makramee-Kordel hier reinkriegen. Und das ist eben jetzt die Herausforderung. Der Faden muss jetzt hier durch die Öffnung, also praktisch die Schlaufe, da wo eigentlich eure Häkelnadel drin steckt, die muss jetzt hier durch dieses Loch von der Makramee-Kordel geführt werden. Und das kann eben je nach Garn ein bisschen störrisch sein. Aber wenn man das so dreht, dann klappt das eigentlich ganz gut. Also man sieht schon was. Man muss, glaube ich, die Schlaufe recht lang lassen. Dadurch, dass man es dreht, wird das ein bisschen fest. So, ihr seht, also hier oben guckt das schon raus. Juhu, wunderbar. Das hat funktioniert, genau. Also es kommt jetzt natürlich auf eure Kordel drauf an, wie dick die ist und oder eben auf das Garn und wie groß die Bohrung ist. Also bei mir hat es jetzt geklappt. Jetzt guckt praktisch eure Schlaufe, guckt oben aus der Kordel raus und jetzt häkelt ihr einfach weiter. Und zwar mache ich jetzt hier wieder 10 feste Maschen, 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt kommt die nächste. Kugel, auch hier wieder. Faden zusammendrücken, hier so versuchen, in dieses Loch einzuführen und dann immer so ein bisschen die Fäden drehen und dadurch wird es einfach fest und schiebt sich dann so durch. Muss man mit allen Tricks und Kniffen arbeiten. Genau. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Aber das geht jetzt hier mit dieser Kordel ganz gut. Wenn ihr jetzt ein dünneres Garn habt, dann könnt ihr ja vielleicht einfach mit einer Nadel den Faden durchziehen. Vielleicht habt ihr das dann gar nicht so umständlich wie ich hier, weil ich das dicke Garn gewählt habe. So, aber hat auch geklappt. Und dann geht es weiter wieder mit 10 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, so ist es jetzt eigentlich gleichmäßig verteilt. Und das könnt ihr jetzt auch mal so eben probieren. Also ihr überprüft es einfach von der Länge her, ob das für euch passt, ob ihr es kürzer oder länger haben wollt. Und dann variiert ihr einfach in der Anzahl der Luftmaschen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass es also sich nicht verdreht. Jetzt häkeln wir das auf der anderen Seite an. Genau, wobei, wenn sie es verdreht, ist ja auch nicht schlimm. Also das ist ja kein Problem. Wir müssen nur gucken, dass wir ungefähr mittig auf der anderen Seite ankommen. Ihr könnt natürlich jetzt auch mal die Maschen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das passt genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Dann machen wir das jetzt da rein. Genau, also einmal hier durch und dann nochmal durchziehen. Dann sollte das fest sein. Genau, und das war es auch dann schon. Also hier könnt ihr ja nochmal schauen, ob das mittig ist. Ich glaube, ich muss nochmal versetzen. Ich glaube, bei mir ist es nicht mittig. Es hängt so nach der rechten Seite. Also ich mache es nochmal auf. So, jetzt gehe ich nochmal in die andere rein. So. Eine links davon. So, so, ich glaube, jetzt ist es besser. Genau, habt ihr vielleicht gut sehen können. Ich mache nochmal zurück. Also ich passe nochmal auf, damit ich euch zeige, wie ihr den, die Aufhängung dieser Luftmaschenkette hier festhäkeln könnt. Also ihr sucht euch die Mitte und habt die Schlaufe auf der Häkelnadel und geht jetzt hier rein an die Stelle in den Zwischenraum, stecht ein, holt den Faden, also wie eine Kettmasche und häkelt jetzt hier eine Kettmasche mit der Kettmasche
die Aufhängung fest. Oder ihr könnt natürlich auch, geht auch optional, mit einer festen Masche, das geht auch. Genau. Aber ich mache es mit einer Kettmasche, weil die einfach flacher ist. Genau, also nochmal zurück. So, einmal durch und Kettmasche. Und da ist es jetzt halt wichtig, dass man dann den Faden gut verknotet, damit es nicht aufgeht, ne? Sonst wäre es blöd, sonst saust euch die Hänge, die Blumenampel dann runter. Das wäre ja schade. Genau, deshalb schneiden wir jetzt hier mal den Faden ab. Und ziehen den dann auch hier, also verknoten es richtig gut, ziehen den durch die Schlaufe und verknoten den, ziehen es hier richtig fest, also das hält dann. Genau, und somit ist, sage ich mal, das Grundgerüst von der Hängeampel fertig. So, jetzt müsst ihr noch die Fäden verwahren. Und dazu nehmt ihr einfach eine Wollnadel oder eine kleine Häkelnadel, je nachdem wie dick euer Garn ist, und zieht die Fäden zwischen den Maschen so ein bisschen, ja, nach Belieben, rechts und links so ein bisschen durch. Genau, und hier an der Stelle, wo wir die Aufhängung festgehäkelt haben, würde ich einfach nochmal durchgehen und hier nochmal so eine Schlaufe machen, also wie so ein Knoten, damit es einfach nochmal doppelt abgesichert ist, schön festziehen und dann geht ihr einfach hier so mit der Nadel durch so ein paar Maschen durch und ja, dann könnt ihr den Faden auch abschneiden. Genau, so ein bisschen kreuz und quer und dann einfach abschneiden. Und genauso macht ihr das mit dem Faden hier in der Mitte, einfach dann umstülpen und hier auch mit der Nadel einfach so ein bisschen durch die Maschen durchziehen und dann habt ihr eure Fäden verwahrt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man praktisch die schöne Quaste unten, also wie man eine Quaste macht und wie man die dann unten an der Blumenampel anbringen kann. Das als Deko-Option noch dazu. So, für die Quaste braucht man ca. 20 bis 30 gleich lange Fäden. Und ja, das ist jetzt natürlich auch abhängig von eurer Garnstärke und wie dick die Quaste werden soll. Das entscheidet ihr dann einfach nach Gefühl und auch von der Länge her. Ich habe jetzt einfach mir hier ein Buch genommen und habe jetzt hier ein paar Mal die Fäden drumherum gewickelt. Ihr könnt auch ein Brettchen nehmen oder eine dickere Pappe. Da findet ihr bestimmt was zu Hause. Und genau, dann einfach ein paar Mal drumherum wickeln. Und bevor wir unten aufschneiden, fixieren wir die Fäden noch mit einem separaten Faden und knoten die zusammen. Also ich habe das jetzt hier auf meine Nadel gezogen und ziehe das jetzt einfach hier oben durch und knote diesen Faden dann zusammen, damit die Fäden halt nicht jetzt auseinanderfallen, ne? Also um die ein bisschen zu fixieren. Einmal festknoten oben. Genau, das kann man dann später nochmal einen Knoten machen. Aber jetzt sind sie erstmal fixiert. Und jetzt schneidet ihr praktisch auf der Unterkante hier die einzelnen Fäden auf. Genau. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Je nachdem, wie dick das Garn ist und wie gut die Schere funktioniert. Genau, so. Jetzt haben wir einmal unsere Quaste. Oh, die ist schon richtig, die ist ziemlich dick. Da hätte ich wahrscheinlich auch ein paar weniger Fäden nehmen können. Genau, und jetzt nehmt ihr diesen Faden, den wir oben durchgezogen haben, nochmal auf die gegenüberliegende Seite, also einmal hier rumschlagen. Und auf der anderen Seite noch mal verknoten. Damit es einfach schön fest ist. So, jetzt nehmt ihr euch noch einen weiteren Faden
und legt den unter die Quaste und bindet hier einmal zusammen, dass es diese typische Quastenform gibt. Also hier einmal so ungefähr ein Zentimeter oder so, also es ist auch wieder alles Gefühlssache hier. Hier oben einmal so richtig fest knoten und dann ziehen wir die Fäden noch nach innen. Genau, so ein bisschen zurechtzuppeln, ein bisschen gleichmäßig wird. Genau, so, dass ihr einfach eine schöne Form bekommt, eure Quaste. Jetzt nehmt ihr noch die Fäden und zieht die einmal hier so nach innen. Dann sind die nämlich auch gut versteckt. Jetzt habe ich hier durch den Faden gezogen. Okay, das kann passieren. So. Und hier nochmal durch. Okay. So. Genau. Und jetzt könnt ihr die Quaste auch ein bisschen auf Form schneiden, also dass die unten schön gerade ist. Und einfach hier unten ein bisschen so legt ihr euch hin und stutzt so ein bisschen die Enden. Und dass die schön gerade unten ist. So, jetzt ist eigentlich nur noch die Herausforderung, wenn ihr wollt, wenn ihr das, wenn ihr eine Kugel habt, so eine Makramee-Kugel, dass man die jetzt auch noch durch die Fäden von der Quaste, also dass man das noch einfädelt. Ihr könnt aber auch theoretisch jetzt die Quaste direkt an der Unterseite befestigen. Genau, und das geht ganz einfach. Also ich lasse jetzt einfach mal die Makramee-Kugel weg. Ich denke, ihr wisst, wie es geht. Die Fäden also jetzt einfach durchziehen. Genau, einfach festdrehen, so dass sich dann der Faden da durchschiebt. Ohne die Kugel geht er jetzt am besten mit der Häkelnadel von innen hier durch und zieht dann das Garn auf die Innenseite. Genau. Und verknotet das jetzt hier auf der Innenseite. Dazu nehme ich mir mal noch die Nadel. Jetzt könnt ihr hier einfach durch so ein paar Maschen durchgehen. Und einfach jetzt einen Knoten machen. Und dann sollte das fest sein. Genau, die Fäden hier könnt ihr wieder dann abschneiden oder vorher noch durch ein paar Maschen durchziehen. Genau, dass man die dann auch später nicht mehr sieht. Aber das wisst ihr jetzt ja schon, wie das geht. Und genau, jetzt seht ihr praktisch die fertige Blumenampel. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Feinschliff gemacht, also habe hier die Quaste noch ein bisschen zurechtgezogen, also die Fäden, dass es ein bisschen gleichmäßig aussieht. Und dann habe ich das nochmal so nach unten gekämmt und dann einfach unten noch ein bisschen so gestutzt, dass die Fäden relativ gleich lang sind. Genau, das ist nochmal so der letzte Feinschliff und dann ist sie wirklich final fertig. Diese schöne Blumenampe für so ein kleines Blumentöpfchen im Boho-Style. Und genau, wenn ihr die komplette Anleitung haben wollt, also mit Bildbeschreibung und vielleicht das Do-It-Yourself-Set dazu, dann findet ihr einen Link unterm Video zu meinem Etsy-Shop oder auch zu meinem Webshop. Und da bekommt ihr, wie gesagt, entweder das komplette Set mit den entsprechenden Garnen und dem Dekoring und den Makramee-Kordeln. Habt ihr gleich alles zusammen und könnt direkt loslegen. Braucht es also nicht einzeln euch zusammensuchen und kaufen. Und oder ihr wollt vielleicht, ihr habt Garn und Material alles zu Hause, dann findet ihr die komplette Anleitung bei mir im Etsy-Shop oder im Webshop. Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt Lust loszulegen. Und dann wünsche ich euch viel Freude beim Umsetzen von der Blumenampel und viel Spaß beim Dekorieren.
Bis zum nächsten Mal.